Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute möchte ich Ihnen nur kurz physikalisch erklären, was es mit Nord Stream 2 auf sich hat. Also nichts Politisches, es ist zwar dann unter dem Topic Politik, weil es natürlich Politik auch immer realitätsnah sein sollte, aber jetzt machen wir auch den physikalischen Hintergrund. Weswegen wollte man dann von der CDU dann plötzlich eine Gaspipeline und alles auf Gas umstellen? Frau Dr. Merkel ist ja Physikerin. Was man manchmal nicht glaubt, aber da hat es dann doch ihre physikalischen Kenntnisse ausgepackt. Es wurde ja alles unter dem grünen Anstrich des Umweltschutzes verkauft. Wir machen alles grün und so weiter. Also ich bin nicht grundsätzlich gegen Windkraftanlagen, nur zu Ihrem Verständnis, aber das hatte mit den Sachen überhaupt nichts zu tun. Das zeige ich Ihnen jetzt hier an der folgenden Tabelle. Und zwar haben wir hier, Achtung, diese Tabelle. Das ist das Wichtige, was Sie wissen sollten. Wir haben die verschiedenen Brennstoffe, Steinkohle, Braunkohle, Diesel, Benzin, Gas, Flüssigwasserstoff und Lithium-Akkus habe ich hier aufgelistet. Und das Wichtige ist die mittlere Spalte für Sie in diesem Zusammenhang. Kilogramm erzeugtes Kohlendioxid pro erzeugter Kilowattstunde. Hier ist Steinkohle und Braunkohle mit 0,34, 0,36 ziemlich schlecht. Also Steinkohle besser als Braunkohle. Dann liegen wir mit einem Drittel besser bei Benzin und Diesel. Und Gas ist noch ein bisschen drunter. Okay, also Gas hat nur ungefähr 2/3 und 24 ungefähr 2/3 der CO2-Erzeugung von, wenn ich ein Kohlekraftwerk baue. So. Und damit kann ich, wenn ich von Kohle auf Gas umstelle, kann ich so tun, als ob ich umweltschutztechnisch der tolle Hecht bin, um dann eben um 1/3 einfach durch einen anderen verwendeten Brennstoff den Kohlendioxidausstoß zu senken. Wichtig. Als Nebeneffekt muss man auch wissen, wir haben ja unsere ganzen Kohlekraftwerke, wofür sie auch Japan beispielsweise ersetzt, nur auf Kernkraft. Und jetzt kommen sie plötzlich wieder mit hochmodernen Kohlekraftwerken daher. Da forschen sie drin, weil die einen deutlich höheren Wirkungsgrad haben. Und früher hatten sie 40% Wirkungsgrad zu denen, die wir hier haben. Und die neuen haben 50%, also sie sind nicht 10% besser. Vorsicht, das ist Prozentrechnung, 0,5 durch 0,4. Die sind 20% besser. Jetzt stellt man alte Kohlekraftwerke ab, Baujahr 1990, und ersetzt die durch moderne Gaskraftwerke von 2020, 2021. Die sind 30 Jahre weiterentwickelt. Das heißt, sie haben jetzt erstmal 1/3 Ersparnis an Kohlendioxid dadurch, dass sie schlichtweg das verbrannte Medium verbessern, ändern, um was weniger Kohlendioxid erzeugt. Und dann kriegen sie noch den Benefit von geschätzte 15% dadurch, dass einmal Gaskraftwerke, glaube ich, etwas auch besser verbrennen. Die kriegen automatisch einen höheren Wirkungsgrad, genau wie Steinkohlekraftwerke einen etwas höheren Wirkungsgrad kriegen als Braunkohlekraftwerke, also geringfügig, aber ein bisschen besser sind sie. Und dann sind sie halt 15% besser dadurch, dass die einfach moderner sind und viel mehr und viel besser sind. Und dann kriegen sie halt 50% CO2-Reduktion, wenn sie anstelle eines alten Braunkohlekraftwerks ein modernes Gaskraftwerk hinstellen. Darum ging es. Es reduziert natürlich den Kohlendioxidausstoß, aber mit erneuerbaren Energien hat das in meinen Augen 0, nichts zu tun. Es war nur dazu da, das Volk an der Nase herumzuführen, um hier dann um dann zu sich zu preisen, dass man ein Umweltkanzler oder gendermäßig korrekt eine Umweltkanzlerin sei. Ja, und darauf zielte jetzt die gesamte Politik. Ja,
Und nun soll diese Pipeline ja nicht in Betrieb genommen werden oder doch oder wie auch immer. Also wir stellen Ende des Jahres rund 9 Gigawatt Leistung ab. Aber die Gaskraftwerke, die jetzt in Betrieb genommen werden müssten, sind nicht da, weil ja nichts in Betrieb genommen wird. Und dann können wir sehen, was dann da rauskommt. Also mein Notstromgenerator ist vor 3 Tagen Gott sei Dank noch angekommen. Jetzt muss noch angeschlossen werden. Das schaffen wir vielleicht am Anfang nächsten Jahres. In diesem Sinne, dann warum der physikalische Hintergrund. Wir haben da also nichts Politisches, sondern das sind rein die physikalischen Hintergründe, dass Sie die kennen, warum wir dann von heimischer Kohle auf russisches Gas umsteigen wollten. Das zeigt hier insbesondere die mittlere Spalte. Gucken Sie sich's an. Vielen Dank für Ihr sonntägliches Zuhören.